Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo immer ihr seid, wann immer ihr seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Ich bin heute hier mit Chris von MM Crypto. Vielen Dank, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich über dieses erstaunliche Video heute. Ja, das Gleiche gilt bei mir. Das wird wirklich super. Wir haben ein erstaunliches Video für euch. Aber bevor wir weitermachen mit dem Inhalt, ihr müsst Pause drücken. Geh rüber zu MM Cryptos Kanal. Die Links sind in der Beschreibung. Dann müsst ihr abonnieren drücken und dann irgendein Video von ihm ganz schnell andrücken und gefällt mir drücken. Vielen Dank. Und dann müsst ihr wieder zurückkommen zu diesem Video und dann können wir darüber reden, was der Hauptinhalt dieses Videos ist. Oh Mann, was sind unsere Preisvorhersagen für 2021? Weil wir alle wissen, hier in dieser Szene, dass Bitcoin und Ethereum und die Altcoins zum Mond gehen. Also wie hoch werden sie gehen? Warum gehen sie dahin? Und ja, was werden wir in der Preisbewegung sehen? Was werden wir sehen als Spitze für Bitcoin und Ethereum und Altcoins, die wir denken, die sogar 1000x erreichen könnten? Das wird wirklich wahnsinnig. Also macht sicher, dass ihr das Video bis ganz zum Ende schaut, um zu sehen, welche Auswahl wir haben, die 1000x vom Boden bis zur Spitze in dem nächsten Zyklus erreichen. Also Chris, was denkst du, wird Bitcoins ultimative Hoch? Welchen Preis siehst du Bitcoin hingehen und total abheben in den nächsten Jahr oder sogar auch mehr? Weil weißt du, dieser Zyklus könnte sogar etwas länger andauern. Sag mir, was du denkst. Ja, also lass mich anfangen mit diesen Preisvorhersagenmodellen, die jeder kennt. Und dann will ich sagen, warum ich denke, dass Bitcoin die noch übertreffen wird. Diese Preislevels, die die eigentlich vorgeben. Also der bekannteste ist natürlich Plan B, Stock-to-Flow-Model. Ich selber halte sehr viel davon. Und natürlich sagt dieser nur den Durchschnitt von 100.000 voraus. Und normalerweise sollte er einen Wick darüber machen und dann etwas darunter sich einpendeln. Ich glaube eigentlich, dass die Spitze von Bitcoin wird sehr viel höher sein, sehr viel höher als 100.000, was natürlich auch in dem Stock-to-Flow-Model schon berechnet worden ist. Ich denke aber, dass es signifikant höher sein wird, nicht nur bei 150.000 oder 160.000. Und der Grund dafür ist natürlich, weil wenn du den M2 Monetary Supply anguckst, was in der Welt passiert mit der Pandemie oder wie immer du es nennen möchtest. Und ja, wegen der Geldsystempolitik haben wir schon immer Geld gedruckt, 24/7. Oder? Aber jetzt drucken wir so viel Geld, ich meine 25% mehr US-Dollar in 6 Monaten. Vorher hat das ungefähr 10 Jahre gedauert. Also jetzt drucken wir so viel Geld wie noch nie zuvor. Und wenn du das in Betracht ziehst, dass wir vielleicht nächstes Jahr oder vielleicht sogar noch länger dieser Bullrun aufrecht gehalten werden bei noch mehr Gelddruckerei, dann werden wir 50% oder 100% mehr an Währung haben, plus die 25% von diesem Jahr. Dann können die zumindest die 100.000 verdoppeln. Und das ist auch das, was ich glaube. Wir werden wahrscheinlich Preise weit über 200.000 Dollar sehen. Ende 2021, wer weiß, vielleicht ein bisschen später. Aber das ist meine Vorhersage. Und ich würde sogar so hoch gehen wie 300.000. Ich glaube nicht, wir werden die Gold Market Cap in diesem Zyklus erreichen, aber ich könnte falsch sein. Wenn wir das natürlich tun, wäre ich natürlich sehr glücklich. Das zweite Modell von Plan B sagt voraus 288.000. Und wegen diesem Durchschnitt zwischen 200 und 300.000 würde ich einfach bei dem bleiben, was er sagt, 288.000. Und das passt einfach perfekt mit meiner Vorhersage. Ich glaube etwas unter 300.000, wenn du genau sein willst. Und ja, das wäre meine persönliche Preisvorhersage für Bitcoin, aber jeder weiß, ich bin Moonboy, also ich könnte falsch sein. Das hört sich wirklich toll an. Also du folgst der Bewegung von Plan B und weißt du was, du kannst es einfach nicht ausschlagen. Ich glaube, Plan B hat es einfach perfekt getroffen und es macht Sinn. Das Modell, offensichtlich kann dieses Modell nicht mit den dynamischen Verhalten der Menschheit rechnen. Also das menschliche Verhalten kann das nach oben drücken oder nach unten drücken. Es ist einfach nur basische mathematische Berechnung und ein Algorithmus, der generell richtig ist, aber es kann nicht alles vorhersagen, was passiert. Wie zum Beispiel, was passiert, wenn Hyperinflation eintreten würde? Die Leute würden Vertrauen in den US-Dollar verlieren. Dann wäre dieses Modell aus dem Fenster. Es betrachtet einfach nicht diese Risiken, die, wie zum Beispiel,
Was passiert, wenn ein Fehler in dem Bitcoin-Code gibt, den bis jetzt noch niemand gefunden hat, bis zum Ende? Es betrachtet einfach diese Risiken nicht. Und deswegen musst du das bedenken. Also, wenn alles so bleibt und nichts sich verändert, wäre dieses Modell ziemlich akkurat. Ja, also genau. Das ist auch der Grund, warum ich meine Vorhersage über dem Plan B-Modell setze oder irgendwelchen anderen Kanalmodellen, die es da draußen gibt, wie zum Beispiel den Regression Channel. Ich glaube, Bitcoin wird sehr viel höher gehen, weil diese Modelle können einfach nicht diese Faktoren berechnen, wie zum Beispiel die Expansion des Geldsystems. Ein gutes Ding wäre, wenn man Bitcoin in Gold berechnet. Vielleicht wäre es dann ein bisschen vorhersehbarer, aber ich sehe das genauso. Die können das nicht berechnen und deswegen, meine Vorhersage ist auch etwas über den, aber wieder mal, ich bin ein Moonboy. Ein witziges Ding ist, bevor du in dein Teil gehst, wenn du das Stock-to-Flow-Model auf den US-Dollar ansetzen würdest, der vorhergesehene Preis wäre 0 und wenn du den US-Dollar-Index anguckst, der geht zu 0. Der Stock-to-Flow-Model und das Knappheitsmodell, die funktionieren einwandfrei. Der US-Dollar ist das wenigst knappste Anlagegut in der Geschichte der Menschheit und natürlich geht es zu 0. Neben den anderen Fiat-Währungen natürlich. Also deswegen stimme ich natürlich vollkommen mit dir überein und ich will natürlich deine Preisvorhersage sehen. Was ist es? 1,2 Millionen US-Dollar? 1,2 Millionen Dollar. Ja, das ist richtig. Ich glaube, dass die USA uns völlig in Vergessenheit drucken wird und wir werden einfach den Vertrauen in den US-Dollar verlieren. Wir werden einfach einen rapiden Anstieg sehen, weil die Menge an Menschen, die in Bitcoin kommen werden, das wird einfach exponentiell so eine Größenordnung an Menschen, die in den Markt reinkommen werden und die ganzen Leute, denen sie vertrauen, die Milliardäre, die Leute schauen den Leuten hinauf, den Leuten, die erfolgreich sind. Ist das nicht so? Ich meine, die schauen dir hinauf, oder? Die schauen mir hinauf als ein erfolgreiches Beispiel und die möchten uns folgen. Und das wird noch mehr so sein in der Milliardär- oder Billionär-Szene. Und die meisten von denen kaufen Bitcoin. Die meisten. Nicht alle, weil es gibt die Leute wie Peter Schiff da draußen. Und deswegen, diese Leute, die Leute, die Bitcoin kaufen werden in der Zukunft, die steuern eigentlich dazu bei, zu den anderen Leuten, die auch Bitcoin kaufen, weil die meisten Leute, wenn die über Bitcoin nachdenken, es ist einfach nur ein Scam oder ein Betrug, ich weiß nicht, was es ist, ich verstehe es nicht. Das treibt die Leute an, die es nicht verstehen, was es ist, aber trotzdem investieren wollen, die sich das ersparen wollen, um rauszufinden, warum macht Michael Saylor das? Warum hat, lass uns sehen, was für ein Milliardär gibt es noch, der in Bitcoin gegangen ist? Paul Tudor Jones. Ja, warum macht der das? Und warum denkt diese ganze Familie, denkt, dass Bitcoin bis zu 400.000 geht? Oder? Und dann, wenn du dir die Frage beantwortest, was ist die Antwort zu dieser Frage? Der Dollar wird einfach nur gedruckt in die Vergessenheit und das wird zu einem Ende kommen. Und wenn du dir das beantwortet hast, dann bekommt es einfach nur, das ist einfach ein Selbstläufer. Ich muss mein Geld da reinsetzen. Und das ist, warum ich Bitcoin sehe, dass es zu 1,2 Millionen geht, bevor wir diesen Zyklus enden. Und natürlich, es könnte noch sehr viel höher gehen, aber nicht eigentlich abstürzen, gepreist in US-Dollar. Weil auch wenn Bitcoin einen höheren Preis verdient, es ist einfach noch nicht bereit dafür. Es ist jetzt noch nicht bereit dafür. Was meine ich damit? Der eigentliche Wert, den Bitcoin haben sollte, ist irgendwo zwischen 1 Million bis zu 100 Millionen US-Dollar. Es kommt darauf an, für was es gebraucht wird. Wenn es als Geldspeicher benutzt wird, sollte es irgendwo in der Nähe von 1 Million sein. Irgendwo zwischen 1 Million bis zu 0.5 Millionen Dollar. Aber es ist jetzt noch nicht bereit, ein Geldspeicher für jeden zu sein. Warum ist das so? Nicht jeder weiß, wie es zu gebrauchen. Nicht jeder weiß, wie seinen Public Key zu benutzen und seinen Public Key zu managen. Es verdient es, aber es ist noch nicht bereit dafür.
Verstehst du den Unterschied? Ja, natürlich, ich verstehe es. Auch wenn es ein Geldspeicher ist, wir brauchen immer noch die ganze Mainstream-Adoption und dass jeder es auch gebraucht. Und ich glaube eigentlich auch, dass wir sehr viel höhere Preisziele erreichen können als 1 Million. Ich meine, zwischen 500.000 und 1 Million macht Sinn, weil Bitcoin ist wie Gold als ein Geldspeicher, bloß besser. Also 500.000 wäre gleich mit der Gold Market Cap und 1 Million würde das übertreffen. Bitcoin hat sich verdoppelt, weil es teilbarer ist und weil es handlicher ist. Würde Sinn machen, ich würde damit übereinstimmen. Aber ich glaube eigentlich auch, dass in der Zukunft Bitcoin auch das Medium des Tauschen bekommt und sehr viel höhere Preisziele erreicht in der heutigen Kaufkraft, wenn du es hochrechnest und wenn du natürlich die Faktoren der zukünftigen Geldexpansion dazu nimmst. Okay, super, super. Lass uns weitermachen, um rauszufinden, was ist unsere Vorhersage für Ethereum. Das ist etwas kniffliger. Ethereum hat sehr viele Vorteile gegenüber Bitcoin, weil es hat sehr viele Anwendmöglichkeiten, mehr als nur ein Geldspeicher. Es kann benutzt werden, um deine eigenen Derivatives herzustellen, deinen eigenen Derivative-Markt in irgendeiner Form. Lass mich das einfach nur ein bisschen weiter hochbewegen, dass ihr das sehen könnt. Und da kannst du sehen, wir haben ein schönes W geformt auf der monatlichen Chart. Ist das nicht schön? Und deswegen sind wir bereit abzuheben. Und jetzt ist die Frage, wo wird es hingehen von hier? Welche Höhe werden wir erreichen? Was denken wir? Ethereum abheben wird hin. Lass uns mit dir anfangen, Chris. Was glaubst du, wo Ethereum hingehen wird in dem nächsten Bullrun, bevor er sich erst korrigiert? Also ich glaube, das Preisziel, was ich im Auge habe, da muss man etwas weiter rauszoomen und die ganze Chart neu skalieren. Ich glaube, wenn du den Faktor betrachtest, dass wahrscheinlich DeFi sehr viel Aufmerksamkeit bekommen wird, weil wir haben schon etwas von diesem Trend gesehen. Ich glaube, DeFi verdient mehr Aufmerksamkeit und wird wahrscheinlich auch sehr gute Aufmerksamkeit oder auch schlechte Aufmerksamkeit kriegen, wie zum Beispiel Scams, die versuchen, die Leute zu betrügen mit irgendwelchen komischen ICOs auf welchen Exchanges. Das passiert immer und das wird auch passieren. Sehr viele von diesen DeFi-Projekten sind kompletter Müll, aber das wird nicht den DeFi-Hype aufhalten, um ihn davon zu hindern, um völlig zu explodieren, weil das war das gleiche mit den ICOs 2017. Und wenn du diese ganzen Faktoren berechnest und dann noch der Fakt, dass eigentlich Ethereum digitales Öl ist, du kannst Smart Contracts erstellen, du kannst ganze Geschäftsmodelle erstellen, du kannst Governance-Strukturen erschaffen. Wenn du das in Konsideration nimmst, wie viel Geld auf Ethereum gelagert werden kann und dann, wenn Ethereum 2.0 hoffentlich irgendwann in der Zukunft erfolgreich sein werden und du dann noch den Incentive-Struktur dazu machst, wo man eigentlich Ethereum einschließt und damit die Menge rausziehst aus dem Markt, die eigentlich verkauft werden könnte, dann hast du zwei verschiedene Mechanismen. Ethereum wird eingeschlossen in DeFi und Ethereum wird in Privatanlegers Wallets verschwinden, um Ethereum zu staken. Und dann auf der anderen Seite hast du zusätzliche Nachfrage, weil die Leute kaufen Ethereum oder USDT basierend auf Ethereum, nur um teilzunehmen an diesen Token Sales. Oder die kaufen Ethereum, um irgendwas zu machen. Und da werden wir eine sehr große Nachfrage sehen in diesen umlaufenden Mengen. Ich glaube, dass die Preise zwischen 5.000 bis 10.000 Dollar sehr realistisch sind. Ich glaube eher 10.000 Dollar wäre ein angemessenes Preisziel mit Bitcoin dann bei 300.000. Ich will dir was erzählen. Ich möchte jedem was erzählen. Es wird eine große Korrektur geben, egal was der Preis sein wird, ob ich richtig bin, ob 10.000 oder höher. Aber danach, die Korrektur wird wahnsinnig, weil wir eine Kettenreaktion an Leuten haben werden, die ihr Ethereum anlocken in Projekten, wo sie dann ihre Bags ablassen auf diesen dezentralisierten Exchanges, an diesen Anbietungen, wie man das auch immer nennen will. Und das wird uns eine massive Kettenreaktion bringen, einen riesen Abverkauf, wenn dieser Bullenmarkt vorbei ist. Aber natürlich bin ich bullish auf Ethereum und ich glaube, ein fünfstelliges Ethereum ist noch nicht vom Tisch. Beeindruckend. Also, 10.000 Dollar Ethereum. Das ist sehr hoch. Das ist ungefähr 100x vom Boden bis zur Spitze, 15x von jetzt, oder? Ja, genau. Das ist vom Boden von 100 Dollar ungefähr bis, lass uns ungefähr sagen, 100 Dollar war der eigentliche Preis. Okay, du kannst 80 Dollar sagen, aber von 100 Dollar wären es
100x, oder? Also, ich werde mit der Vorhersage gehen, dass ich sage, es wird ein bisschen weiter hochgehen und es wird etwas Ähnliches wie Bitcoin machen, aber nicht ganz so verrückt, aber in der Nähe, und es wird gehen zu $15,000-$16,000. Also, es wird eigentlich ein paar mehr X höher, als was du gesagt hast. Also hier und da ist es ungefähr das Gleiche, aber das ist wieder mal nur ich, der einfach sich eine Nummer irgendwo herzieht, effektiv. Aber ich glaube, das ist da, wo es hingehen sollte, in dem nächsten Bullrun. Also was denkst du? Da Vinci, das würde Ethereum zu einem Preis von 1,2 Millionen Satoshis machen. Das wäre die Hälfte von dem Preis von jetzt. Also du glaubst, dass Bitcoin Ethereum übertreffen wird, weil wenn Bitcoin zu 1,2 Millionen geht, Ethereum geht zu 50.000, das würde Ethereum zu 1,2 Millionen Satoshis bringen und jetzt ist es bei 2,5 Millionen Satoshi, richtig? Ja, also es kommt drauf an, was der Preis von Bitcoin sein wird, wenn das die Spitze erreicht. Weil Bitcoin könnte fallen, wenn das oben die Spitze erreicht. Also du kannst das nicht wirklich sagen. Du musst das anhand der Market Cap berechnen, um zu sehen, wie zum Beispiel, es wird wahrscheinlich, lass uns sehen, was ist die Market Cap von Ethereum gerade jetzt? Lass uns das mal eben aufbringen. Oder du weißt es aus dem Kopf? Nee, weiß ich nicht. Von Bitcoin weiß ich, 500 Milliarden. Aber von Ethereum habe ich vergessen. Also, 82 Milliarden. Also, noch etwas. Wir denken, dass Ethereum von hier mindestens, lass uns sagen, 16, also 8.000 wäre, lass uns sagen, 7.000 wäre ein 10x von hier, also von jetzt. Das wäre ungefähr 800 Milliarden. Und wenn wir das nochmal verdoppeln, das ist das, was ich jetzt versuchen will zu sagen, wenn wir das nochmal verdoppeln, dann wäre das ein 20x von jetzt. Das wäre ungefähr bei 1,6 Billionen. Das ist nicht so schlecht. Und dann, ich sehe Bitcoin weit darüber, in der Nähe zu 9 Billionen. Also ich sehe es eigentlich weit über 9 Billionen. Ich sehe es eigentlich weit darüber, was ist ungefähr eine halbe Million, 500.000? 500.000. 9 Billionen sind 500.000. Ja, $500.000. Das ist wirklich unglaubliche Nummern, oder? Ja. Also irgendwann werden wir es sehen, als es unausweichlich. Die Frage ist einfach nur, wann werden wir es sehen? In diesem Zyklus oder in dem nächsten Zyklus? Aber ich glaube, wir werden sehr nahe zu $500-Level kommen oder $300.000. Und oh Mann, ich bin wirklich sehr glücklich, wenn deine Vorhersage wahr wird. Also, sollen wir noch über Altcoins reden? Ja, lass uns noch über Altcoins reden. Und welches Altcoin, was wir sehen werden, was 1000x machen kann, von der Spitze bis zum Boden. Und ich werde dir genau jetzt sagen, was mein Altcoin ist, der von der Spitze bis zum Boden, und glaub es oder glaub es nicht, es ist Link. Und warum ich das sage, warum sage ich Link? Es ist, weil Link hat eine sehr große Community. Und ich sehe von der Spitze bis zum Boden, wo immer der Boden war, was hier ist, 14 Cent oder 20 Cent. Ich glaube, es war 23 Cent. Ich sehe es, es ist schon fast in der Nähe. Das hat schon fast 100x gemacht. Also es könnte noch ein 10x von jetzt machen, von der Spitze, sehr einfach, bis zu $277. Und ich sehe dieses Ding da hochbewegen, sehr schnell und sehr einfach, in dem nächsten Zyklus, weil die Anwendemöglichkeiten mit Ethereum, die sind einfach so hoch, weil als ich meine Derivatives gebaut habe, ich wollte ein Gold-Derivative bauen. Überleg mal, wo ich hingehen wollte, zu Link. Ich wollte zu anderen, zu DOS oder so, aber Link ist einfach das McDonald's von diesen ganzen Chains. Und deswegen, ja, es ist einfach der Platz, um hinzugehen, wenn man Feed-Informationen braucht. Und das wird einfach nur verrückt gehen. Und besonders mit der Hilfe der Link Marines, diesen Feuer und Flamme, also ich glaube, die werden das da hochkriegen. Also, was glaubst du, wird deine Altcoin-Auswahl sein,
die von ganz vom Boden geht, wo immer der Boden war, bis zu 1000x. Ja, also als erstes würde ich sagen, ich glaube nicht, dass es irgendein Altcoin gibt. Oder zumindest kann ich kein Altcoin sagen oder habe in meinem Kopf. Aber wenn du wirklich alles in Betracht nimmst, den absoluten Boden, dann für Link wäre das von hier nochmal 20 oder 22x und natürlich in einem massiven parabolischen Move von 10, 15x von hier. Natürlich könnte dieser Altcoin ein 20, 25x erreichen kann. Also ich glaube, das ist möglich. Und wenn du das von dem Weg siehst, ich glaube ja, aber ich hätte das wirklich nicht in Betracht gezogen, wie tief der eigentlich war. 22 Cent, ich hatte das nicht im Kopf. Aber trotz allem wäre ich sehr vorsichtig hier, um ein 1000x auszurufen. Ich meine, Uniswap wird wahrscheinlich gut abschneiden, aber deren Boden war bei einer Market Cap von $1 Milliarde. Ich glaube nicht, dass das ein 1000x machen wird. Das ist meine Meinung. Und ich habe keine anderen Altcoins in meinem Kopf. Ich möchte nicht die Party hier zerstören, aber ich glaube, das ist schon so aufregend mit Bitcoin und Ethereum, dass Bitcoin 15x oder 10x von hier macht und Ethereum noch eine 20x, 30x macht. Das ist alles so aufregend. Also ich werde mit denen bleiben und bin natürlich sehr willig, deine ganzen Vorhersagen zu hören. Also, wenn du uns nicht Altcoins gibst, dann werde ich jetzt einfach mit Uniswap gehen. Uniswap Coin, was ein 1000x machen wird, von der Spitze bis zum Boden. Und deswegen, das ist ein verrückter Gedanke. Denk da mal drüber nach. Ein 1000x von dem Boden, von, lasst uns das mal einfach aufbringen, dass ihr das sehen könnt. Das wäre von $1,70. Von 1000x, das wäre $1,734 pro Uniswap. Irgendwann nächstes Jahr oder 2022. Aber wir müssen in Betracht ziehen, dass das wäre zweimal die jetzige Bitcoin Market Cap. Das wäre eine Market Cap von 1 Billion US-Dollar. Und dann haben sie noch eine Angebotsinflation in der Zukunft. Oder potenziell noch mehr. Wahrscheinlich, ja. Also lass uns einfach nur sehen, was passiert. Ich glaube, dass die Leute verrückt gehen werden für Uniswap, weil es einfach der Platz ist, um hinzugehen. Die Regierung hindert dich nicht, dass du deine Trades machst. Also, weil die Leute nicht drüber nachdenken, für was ist das? Die werden einfach nur sagen, oh, Uniswap, das ist wie eine Anlage. Ich kann das kaufen von dieser dezentralisierten Exchange. Ich werde es trotzdem kriegen. Die Leute werden verrückt gehen, glaub mir. Ja, also ich stimme damit überein. Also das ist der Grund, warum ich es gekauft habe in erster Stelle. Ich habe es gekauft bei 2,70. Ich bin hoch in US-Dollar, ich bin runter in Bitcoin. Aber ich glaube, das war immer noch ein sehr guter Kauf für die langfristige Zeit. Der Grund, warum ich Uniswap gekauft habe in erster Stelle, und ich stimme damit vollkommen überein, ich glaube, dass es eine gute Zukunft haben wird, aber nicht die 1000x. Da bin ich nicht sicher drüber. Du fasst nicht die 1000x an? Nein. Also ich habe nur ein bisschen Spaß hier. Das wird wahrscheinlich nicht 1000x erreichen. Aber du musst das verstehen. Warte nicht, um bei der 1000x zu verkaufen. Was immer ihr macht. Bitte, wir haben einfach nur Spaß. Wir spekulieren einfach nur, wo es hingehen könnte. Macht sicher, dass ihr weiter vor Profite nehmt und ihr seid sehr zufrieden. Ich glaube, der ein oder der andere Weg, ob du jetzt hier kaufst oder ob du noch etwas tiefer kaufst, du wirst sehr viele Profite machen mit diesem Coin. In der Zukunft und natürlich auch mit den anderen, die wir erwähnt haben in der Sendung Bitcoin, Ethereum und Link. Also deswegen macht einfach sicher, dass ihr Profite nimmt, so wie sie reinkommen. Also danke. Oh, du hast noch was zu sagen? Besonders, wenn du die Hälfte verkaufst auf einer Verdopplung, um sicher zu gehen, dass du die Hälfte in Bitcoin verkaufst auf dem Doppel. Und wenn immer du es bittelst, verkaufst du die Hälfte, dann hast du eine freie Position. Und was immer passiert, wenn es zu 1000x geht, dann hast du immer noch die Hälfte, die du auf dem Doppel verkaufst. Ich glaube einfach, diese Little Old Lady Strategy, die du immer in deiner Show aufbringst, das ist einfach eine wunderbare Methode, um aus den Altcoins rauszuscalen. Ja, genau. Danke, Chris. Es war wirklich toll, dich hier zu haben. Wir werden jetzt gleich hier nach im Anschluss eine Sendung machen.
Ich freue mich wirklich darauf und wenn ihr das gefallen habt, macht sicher, dass ihr abonniert zu meinem Kanal und zu Chris seinen Kanal, dass ihr mehr von diesem Inhalt bekommt. Danke, dass ihr geschaut habt. Ciao. Bye, bye.